Ja, scheinbar ein wahres Wundermittel. Kolloidales Silber, auch Silberwasser genannt, bestimmt schon mal gehört. Und das soll über 650 Krankheiten effektiv behandeln und dabei sogar besser sein als jedes Antibiotikum. Ja, sogar Krebs soll es effektiv bekämpfen. Da wundert es einen ja schon irgendwie, dass kolloidales Silber in Deutschland keine Zulassung als Arzneimittel hat, sondern mit dem Zusatz für technische Anwendungen verkauft wird. Warum bloß? Weil es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise, dass es bei uns wirkt. Zwar zeigen Laborexperimente, ja das stimmt, dass Silberlösungen im Reagenzglas krankheitserregende Mikroorganismen bekämpfen können, daraus lässt sich jedoch nicht schließen, dass kolloidales Silber auch im menschlichen Körper gegen Krankheitserreger wirkt. Der Mensch ist kein Reagenzglas. Im Gegenteil sogar, es kann zu Silberablagerung und sogar Krebsbildung kommen. Kolloidales Silber ist also kolossaler Quatsch und hat nichts in eurem Körper verloren.